Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber und alle, die es noch werden wollen, und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Letzte Woche habe ich euch gezeigt diesen Aussichtspunkt hier im Händlerforum. Und heute kümmern wir uns mal um den Aussichtspunkt hier im westlichen Bezirk und beim Weg des Rohlings, also den und den. Und dazu porten wir uns hier zur Wegmarke westlicher Bezirk hin. Das tun wir und dann zeige ich euch mal, wie einfach die beiden doch zu bekommen sind, diese beiden Aussichtspunkte. Wenn wir hier angekommen sind an der Wegmarke westlicher Bezirk, laufen wir einfach hier geradeaus. Da oben sieht man auch schon die Fahne von dem Aussichtspunkt. Dann springen wir hier einmal ein bisschen über das Geländer rüber, drehen uns nach links, springen hier auf den Stein drauf. Jetzt müssen wir von diesem kleinen Stein dort rüber und dann müssen wir hier auf diesen Stein raufspringen. Und wenn wir uns jetzt nämlich umdrehen, können wir da raufhüpfen und dann sind wir auch, sind wir auch schon fast da. So, einmal hier hochspringen. Und hier hoch. Und dann sind wir an diesem Aussichtspunkt im westlichen Bezirk. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hier im Moment... Ja, manchmal buggt das bei mir ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an meinem Rechner liegt. Vielleicht liegt es auch daran, dass im Moment viel los ist auf der Map. Ich habe keine Ahnung. So, von hier aus geht's dann auch schon weiter und zwar wieder hier runter zu der Wegmarke. Dann hier an diesem Karren vorbei und in die Höhle rein. Dort befindet sich dann der nächste Aussichtspunkt, der etwas tricky ist, aber doch zu schaffen. So, hier seht ihr dann diese kleinen Stalagmiten oder Stalaktiten. Ich weiß nicht, ob jetzt Stalagmiten von unten nach oben kommen oder Stalaktiten von unten nach oben. Ist ja auch egal. Jedenfalls springt er hier auf diesen einen rauf, springt dort rüber, fällt nach Möglichkeit nicht nach unten. So. So, das hat geklappt. Jetzt springen wir auf den darauf und von da hier rüber, ein bisschen Anlauf auf diese Plattform und jetzt haben wir noch einen Sprung vor uns und dann können wir uns das Ganze angucken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Über beides würde ich mich freuen und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag wieder, wenn es heißt Guild Wars 2. Bye-bye.